Alter, was geht ab, Latonia? Wir fangen das wieder an. Dein Bogias Raid. Direkt am Stachus. Wir gönnen uns erstmal. Private Lobby. Andere Lobby war voll. Stachus geht wieder ab. Ich weiß gar nicht, wer davor war. Heatran, glaube ich. Da waren die Lobbys selbst hier am Stachus nicht sonderlich gefüllt. Habe ich so gehört. Wurde mir so berichtet, yo, was ist da los? Echt fast tot, nichts los, nicht mal am Stachus. Aber hier geht's ab. 2-3 Lobbys. Und die besondere Bonusstunde fängt gleich an um 18 Uhr. Wir sind hier am Stachus, laufen jetzt dann rüber zum Sendinger Tor und gönnen uns die Farmroute. Plus eine Stunde Doppelsternstaub. Ist jetzt nichts allzu Besonderes, aber schon in Ordnung. Plus Sternstück kann man machen. So, jetzt kurz den Kleinen erstmal rausnehmen, also das erwartet, weil sonst verliert er unnötig Pokémon und er hat nicht keine Tränke, keine Beleber. Und dann gönnen wir uns noch einen 100er. Hoffentlich. Schreibt in die Kommentare, ob ihr am Start wart. Onyx, Rampenlichtstunde, wenige waren am Start, nicht sehr großes Interesse. Wie sieht's heute aus? Bonus, Doppelsternstaub, reicht das für euch? Juckt euch das nicht? Was müsste Niantic einführen, dass es euch juckt? Dreifach Sternstaub, vierfach, fünffach? Was wollt ihr sehen? Genauso wie ich es vermutet hatte, einfach ein Bonus, das heißt nächstes Mal wahrscheinlich Doppel-EP oder Doppel-Bonbon. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, wie immer, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Schon nicht schlecht. Raidstunde gestern war leidend, ich war unterwegs. Alle Arenen blockiert, wir konnten nur 6 machen. 6? Ja. 6 ist echt eine schwache Ausbeute. Nicht viele Leute hatten Interesse, die meisten haben nach 1-2 Raids aufgehört, also. Da ging gestern nicht so viel. Aber ich habe gestern was anderes Krasses bekommen. Solltet ihr abchecken das Video. Meine Pokémon hier sterben. Oh mein Gott, Lavados, was ist da los, Mann? Lavados und Arktos, Bruder, nehme ich lieber Arktos. 4 Pokémon schon tot. Der haut schon rein. Der haut schon rein. So. Gönnen wir uns. Ne, wir gönnen uns nicht. 1911 wäre 100er gewesen. So, kurz vor 18 Uhr, ich zünde ein Sternstück. Los geht's. Habe ich eigentlich noch Module? Können wir eigentlich auch loswerden, aber ich glaube, ich habe keine mehr. Nee, tatsächlich, ich habe keine mehr. Heftig. Los geht's, können wir uns ein bisschen Sternstaub. Wir fangen an mit... Ich hatte heute einen 40k-Tausch. Das blende ich euch auch noch nebenbei ein. Glückstausch jeden Tag einen. 2.087.000, alles klar. Wir werden nicht so viel machen, also wahrscheinlich nicht mal 100.000 oder sowas. Genug für einen Spezialtausch. So, kleines Update nach fast der Hälfte. So sieht die Runde aus. Drehen wir hier immer so ein Eck. Und jemand hat meinen Walmer gekickt, aber nicht so schlimm. So, Staub-Update. 2.113.000. Ich glaube, um die 30.000 haben wir jetzt gemacht in einer Stunde. Das heißt, in einer Stunde schaffen wir 60.000 ungefähr. Die Stunde ist zu Ende. Habe ich Screen Record an? Habe ich. Update. Wir haben, glaube ich, so 65.000 Sternstaub gemacht. Ja, wie erwartet. Nichts Besonderes. Eine chillige Runde jetzt gedreht. Kleiner Abendspaziergang. Da vorne ist noch ein Raid. Den machen wir jetzt und dann packen wir es auch schon heim. So, Leute. Abschluss. Noch ein chilliger Raid. Vielleicht gönnen wir uns einen 100er. Und wir waren gerade Augenzeuge von einem Autounfall. Zumindest ein Auto und ein Fahrradfahrer. Den hat es wirklich komplett weggezogen. Und ich höre ihn nur so schreien. Ah, ah. Brutal. Also nicht witzig. Echt nicht witzig. Ja. Alles gute Besserung. Hoffentlich nichts allzu Schlimmes passiert. Aber ich denke mal, solange er schreien kann, besser als dass er nicht schreien kann. Wir nehmen den jetzt hier noch mit, dann packen wir es heim. Kurzes Video, kurze entspannte Runde. Man kann nicht viel erwarten von dem kleinen Mini-Event, aber morgen fängt bereits ein großes Event an. Darauf, ich weiß gar nicht, freue ich mich darauf? So viel geplant, ich weiß gar nicht, was morgen genau stattfindet. Ich
glaube 7 Kilometer, ja. Oh ja, shiny Ding. Shiny Viola und Hippopotas. Eine Menge Brüten ist angesagt und noch irgendwas. Muss ich später zu Hause nochmal genau abchecken. So. Olio, geh down, Mann. Geh down. Vorletztes Pokémon. Okay, wir sind nur 4 Leute. Aber. Trotzdem. So. Lebt immer noch. Leidender Gegner. Letztes Pokémon, Elevoltec, komm. Boom. 1911. Komm uns 1911. Oh, 19. 96er. 96er, kleines Highlight noch am Ende. Wo stelle ich euch ab? Fabelhaft, 16 Bälle. Fabelhaft, 14 Bälle noch. Fabelhaft, 13 Bälle noch. Nicht voll auf, 12 Bälle noch. Fabelhaft, 11 Bälle noch. Fabelhaft, 10 Bälle noch. Einfach fabelhaft, 9 Bälle noch. Und da ist er, endlich. Und 96 getaggt, 14. Wir sind zurück, Leute, es ist der nächste Morgen und das neue Event hat angefangen und das Event geht ab. Alter, nicht überall, aber vermehrt Kaumalat, natürlich im Vergleich zu vorher, ist es schon viel. Wir haben uns auch schon ein paar gegönnt, ich war bereits unterwegs. Das Video schneide ich auch noch heute, jetzt. Und stelle es später auch noch online. Das seht ihr also auf jeden Fall auch später noch. Schaut vorbei. Event an sich ist super. Wie gesagt, mehr Kaumalat. Wir gehen mal durch. Moment. Eier zum Beispiel. Erstmal. Siegner, ihr wisst Bescheid. Violo ist am Start. Shiny. Hippopotas ist am Start. Shiny. Hippopotas gibt es aber auch vermehrt in der Wildnis. Und in der Quest. Und zwar gewinne ein Raid. Werde ich ein bisschen jagen. Zumindest bis der erste 100 in der Map reingekommen ist, den ich erwische. Denn vorhin ist bereits einer reingekommen, den habe ich nicht erwischt. Kaumalat ist in den Eiern und auch wild vermehrt und den gibt es natürlich auch in Shiny. Mal schauen, ob wir uns einen gönnen können. Für mich interessant ist auch in den Eiern Bamelin, da brauche ich noch einen 100er und Vadribi weiblich. Ansonsten Mobile, Knospi sind am Start, die gibt es auch in Shiny für die Shiny-Jäger. Shinox ist am Start, Mantirps. Das Zahnrad, den gibt es auch in Shiny und Kilugi oder sowas. Die Vorentwicklung, die Kirsche halt. Den gibt es nicht in Shiny. Den brauche ich aber auch nicht 100, denn die Entwicklungen kommen relativ häufig und die habe ich beide in 100. Dann gibt es noch eine Kopfmannon-Quest, der spawnt auch häufiger in der Wildnis, gönnt euch. 780, von dem habe ich bereits den 100er. Erste Quest damals beim letzten Mal. Ansonsten gönne ich mir vielleicht die Vadribi-Quest, weil ich brauche 100er weiblich. 1000 Staub-Quest gibt es am Start und Brüte 5 Eier für einen Sinnohstein. Das ist. Meiner Meinung nach ist es das nicht wert. Raid-technisch gibt's Hippopotas im 1er Raid, neu zusätzlich, und die Burmi. Die Burmi könnte man sich gönnen, die waren relativ selten, nicht so viele haben eine Shiny Burmi bekommen. Meine Kleinen werden auf jeden Fall ein paar Burmi machen, vor allem nur bis Montag ist das, also kann man sich auf jeden Fall gönnen.
Sonst interessant für mich vielleicht die Weiterentwicklung von Vermeulen. Im Dreier brauche ich 100, aber ich glaube, dadurch, dass er, ja, mache ich glaube ich eher nicht. Und sonst eigentlich nichts Erwähnenswertes. Chelterra und Panferno in Vierer, aber das ist nicht erwähnenswert eigentlich. Nee, sonst eigentlich nichts. Also eigentlich nur Bumi im Einser. Gönnt euch ein paar Bumi Shiny. Und ansonsten gönnt euch ein paar Kommandat. Und viel Spaß beim Event. Ich bin gehypt. Ich bin dieses Wochenende auf jeden Fall am Start. Eine Menge Blüten jetzt. Ah ja, aus den Geschenken kommen auch 2 potenzielle Eier. Dementsprechend, falls ihr Platz habt, immer darauf achten, dass ihr 2 freie Plätze habt für Eier. Und dann verschwendet ihr sozusagen nicht ein Ei. So könnt ihr die maximale Anzahl an 7ern rausholen und die maximale Anzahl an Chancen für Shiny Riolu. Wie gesagt, ich bin dieses Wochenende auf jeden Fall am Start, denn das Event geht gut ab. Zumindest sind da viele Sachen dabei, die mich interessieren. Euch viel Spaß, viel Glück. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Und schreibt noch in die Kommentare, ob ihr zur Wunderstunde am Start wart. Taugt euch der Bonus? Seid ihr eher so wie ich, wo ihr sagt, yo, eine Stunde extra, nehmt ihr einfach gerne mit. Und jeder, der es nicht interessiert, der soll es halt nicht mitmachen. Oder seid ihr so kritisch und sagt, yo, wenn schon, denn schon, dreifach, vierfach, fünffach Sternshop, wenn schon für diese eine Stunde. Das in die Kommentare, ansonsten vergesst nicht, Pokémon Serious Business.